ProbierTV unterwegs und heute ist mal wieder einer der fixen Programmpunkte im Jahr, die es in der Bierwelt gibt. Es ist Waldbierpräsentation. Servus Axel. Hallo, grüß dich Martin. Axel, es ist ja nicht nur Waldbierpräsentation, sondern es ist auch das 10-jährige Jubiläum. 10 Jahre Waldbier, das war eine wilde Reise, oder? Ja, also wild ist ja der richtige Ausdruck dafür. Also wir haben wirklich jedes Jahr eine neue Waldzutat gefunden, die passend zum Bier eine tolle Aromatik liefert. Und das 10-jährige ist natürlich was Besonderes, weil 10 Jahre heißt ja auch 10 Jahre am Craft-Beer-Markt zu sein, mit immer wieder neuen Innovationen, mit einem Produkt, was ja auch was Besonderes darstellt. Also macht mich schon etwas stolz, ja. Und es gibt ja auch heuer eine Neuerung. Früher ist der Wald immer ins Bier reingekommen und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt kommt das Bier in den Wald rein. Sag uns vielleicht was über das aktuelle Konzept vom Waldbier. Wie ist der Wald jetzt eingebunden in den aktuellen Jahrgang? Ja, also was wir bisher nicht hatten in den 10 Jahren, war wirklich tatsächlich das Holz zu verwenden. Ja. Sonst haben wir schon alles verwendet, aber die Wurzeln haben wir noch nicht verwendet. Aber ansonsten haben wir alles verwendet. Und darum war die Idee irgendwann mal schon geboren, wie können wir eigentlich die Holzcharakteristik in das Bier hineinbekommen. Und da war die Idee schnell geboren, bauen wir doch aus dem Holz ein Fass, lassen das wirklich original hier fällen im Wienerwald, es in Österreich quasi verarbeiten zu Dauben, dann weiterverarbeiten zu einem Fass. Und dann tun wir das Bier da rein und lassen quasi die Holzaromatik von der Eiche quasi wirken. So, jetzt hast du die Katze aus dem Sack gelassen. Ja. Also, die Eiche ist das Thema heute. Die Eiche ist das Thema, weil das natürlich das beste Holz ist, um Holzfässer zu bauen, genau. Wenn du jetzt mal rückblickst, Eichenfass Barrel Aging ist ja jetzt nicht so was ganz, ganz Neues, zumindest wenn man jetzt in die Craft-Beer-Szene schaut. Aber was war so in den 10 Jahren so das spannendste Bier, wo du sagst, puh, da sind wir echt an unsere Grenzen gekommen? Ich habe so einen Verdacht. Naja, die Grenzen, die sind ja laufend irgendwie überschritten worden, weil ja keiner bisher vorher was mit den Dingen gemacht hat. Aber vom Technologischen, das Schwierigste war das Harz. Ja. Also Fichtenharz war wirklich die größte Sauerei und auch wirklich die größten Grüblereien, die ich da gehabt habe. Reden wir über den aktuellen Jahrgang. Die Eiche ist nicht ganz so dunkel wie die letzten Jahrgänge, sondern wir sind ja eher in einer leicht dunkelgoldenen, Anfang Bernsteinfarbe, leicht Opaleszenz. Kommt daher, dass einfach das Bier jetzt Bier geblieben ist. Ja, man überlegt sich immer vorher, wie man Biere quasi designt, sage ich mal. Und hier war es schon so, dass ich mich immer ein bisschen orientiert habe, zum einen an der Farbe des Holzes. Das habe ich in der Vergangenheit sehr oft gemacht, dass ich gesagt habe, das Bier muss ungefähr dann auch diese Farbe haben, wie das Holz hat von dem jeweiligen Baum. Und dann ist es so, dass in diesem Falle ich wollte, dass einfach maskierende Effekte, die durch dunkle Malze einfach da sind, ja, die einfach gewisse Nuancen überdecken, hier in diesem Fall weniger zum Tragen kommen, weil ich wollte einfach, dass man ein bisschen was vom Holz schmeckt. Wie ist es denn jetzt geworden? Also wenn man die Nase ins Glas hält, extrem fruchtig. Die Frage ist, die Frucht kommt ja nicht von der Eiche oder ist da auch ein Fruchtanteil, der tatsächlich auch über die Eiche kommt? Na, das ist ja das Überraschende, muss ich sagen, dass man immer glaubt, das hat mit dem Holz nichts zu tun. Ja. Weil jeder denkt, Holz heißt bitter, Tannine, vielleicht diese typische Kratzigkeit, die man irgendwo verspürt, ist Richtung Vanille gehende natürlich. In dem Fall ist es so, dass das Holzfass hier nach unseren Vorgaben ganz stark Richtung Fruchtigkeit getoastet worden ist. Okay. Und diese Fruchtigkeit sollte auch durch das Holz hineinkommen in das Bier. Aber Marille, die man in der Nase hat, was sagt der Sensoriker? Woher kommt sie? Jetzt vom Fass oder ist es dann doch die Ale-Hefe, die drin ist? Oder kann man das gar nicht so sagen, das ist eine Kombination aus beidem? Da müssten wir jetzt quasi die Aromatik mal befragen. drin. Das kann ich jetzt nicht, also wäre vermessen, es zu sagen. Okay. Es gilt ja immer das Gesamtkunstwerk. Und es ist auch so, und da bin ich auch ganz ehrlich, es wäre schlecht, wenn wir als Braumeistern alles vorherbestimmen könnten und immer vorher wüssten, genau was rauskommt. Es ist immer ein Überraschungseffekt dabei. In diesem Fall ist es einfach die besondere Fruchtigkeit. Aber die zweite Überraschung kommt, wenn man den ersten Schluck macht. Auch dann ist es im Vergleich zu den anderen Waldbieren, ich muss jetzt mal schielen, wie viel Alkohol das hat. 6,2 Volumenprozent. Es ist auch leichter und wirkt auch deutlich schlanker. Ja, das war jetzt auch mal so ein bisschen eine Entwicklung, glaube ich,
entsprochen, die ich sehe momentan am Markt, dass die ganzen richtigen, ich sag mal, Knallerbiere, die zwar total aromatisch sind, aber kaum trinkbar, abgelöst werden durch schlankere Produkte, die aber durchaus auch tolles Aroma haben können. Und ich wollte hier einfach auch mal in diese Richtung ein bisschen mehr gehen, weil ich glaube, dass man so mehr Trinker noch zu Spezialbieren bekommt. Du bist ja auch in einem Spezialsegment unterwegs, also das ist ja tatsächlich kein Bier, wo ich sage, das nimmt man sich mal eben so mit, sondern das macht man ja bewusst und genießt das dann auch, und das ist kein Bier, von dem man jetzt mal so viel trinkt. Ist es für so ein Spezialprodukt auch wichtig und hilfreich, wenn es eine gewisse Drinkability hat, also wenn es gut trinkbar ist? Also ich habe mich relativ stark mit Drinkability beschäftigt und ich finde, dass es sehr hilfreich ist für alle Produkte, egal welche Biere, welche Biersorten es sind, dass es eine Lust machen muss. Ein Bier muss Lust machen, es wieder zu kaufen, es wieder zu trinken, es erneut zu probieren, es vielleicht auch mal einzulagern, es dann wieder nochmal zu kosten. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und Drinkability heißt für mich einfach, das Bier muss Spaß machen auf mehr. Und das gilt für Starkbiere, für auch Sauerbiere genauso wie für ein Light-Lager. Das hängt nicht vom Bierstil ab, sondern es hängt von der Güte des Bieres ab. Und jetzt habe ich mal so die ersten Schlucke gemacht und es ist die Fruchtigkeit von der Hefe, vielleicht vom Fass, die setzt sich im Antrunk fort. Aber es ist auch von der, sag mal, restlichen Aromatik, es ist sehr weich, es hat eine schöne Fruchtigkeit drin, das Malz ist toll eingebunden in das Bier und man hat so, das Holz ist jetzt, finde ich, nicht vordergründig. Das ist so was, wo man wirklich ein bisschen nachsuchen muss. Und dann findet man so leichte Eichentöne, man findet so ein bisschen Vanille drin. Aber das ist jetzt auch nichts, wo du sagst, da fällst du mit der Tür ins Haus. Ja, ich muss sagen, es hat mich hier am Anfang so das erste Mal, wo ich quasi dann vom Lagertank es gekostet habe, hat es mich fast ein bisschen enttäuscht, da ich gesagt habe, boah, ist es doch dieses Typische, was man sich erwartet, Barrique-Aromatik, ist jetzt nicht da. Okay. Das war so der erste Eindruck. Und dann habe ich immer mal wieder eins getrunken und plötzlich, das war total spannend, wie so eine Wolke, kam dann plötzlich dieses Barrique daher. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, wann es kommt, aber irgendwann kommt es. Ja. Und ich glaube, es ist dann da, wenn es sich erwärmt, wenn es ein bisschen steht. Und plötzlich, boah, ist es da. Es ist total spannend. Also einfach warten wir mal drauf. Ja? Da würde ich sagen, Axel, wir haben noch ein tolles Biermenü vor uns. Waldbier 2020, trotz Corona-Zeit, wieder ein Bier-Highlight des Jahres, definitiv. Ab wann ist es im Handel zu haben? Ja, ab sofort. Ab sofort, na dann. Die Kanäle sind gefüllt. Dann auf zum Bierhändler eures Vertrauens, holt euch die Eiche nach Hause. Und Axel, wir haben noch einen schönen Abend zusammen. Ja, cheers. Auf alle Fälle. Cheers. Cheers. Cheers.